Hallo Leute und herzlich willkommen zum dritten Teil zu Let's Play The Order. Ja, und wir sollen Tesla folgen. Und ja, mal gucken, was er uns zeigen möchte. So. Welche neuen Entwicklungen haben Sie für mich? Ein paar faszinierende Dinge, wenn ich sagen darf. Gibt's was Neues zu dem Ärger auf dem Grosvenor Square? Die Polizei ermittelt. Und ermittelt. Keiner. Vor der Haustür des Feindes Indian Company. Was halten Sie davon? Mayfair ist nicht mehr das, was es mal war. Erlauben Sie mir, ein paar meiner Experimente zu überprüfen. Solange schauen Sie sich um. Sehen Sie sich ruhig alles genau an. Aber vorsichtig. Ah, okay. Jetzt dürfen wir mal... Oh, ist das die erste Tesla-Spule? Erkunde Teslas Labor. Ah, okay. Ja, hier sind schon ein paar Sachen. Nikola! Wie geht es Ihrem Freund Edison denn so? Thomas und ich. Der Thomas. Miteinander. Okay. May the best man win. Ah, okay. Möge der Bessere gewinnen. Dein Freund Thomas. Thomas Edison. die Malung mit Teufelshörnern und einem langen Bart. Ja, wer hat das nicht gemacht? So. Boah, sieht so cool aus, ey. Okay, sehen wir ja noch irgendwas. Es gibt, ich habe das gerade schon gezeigt, oder beziehungsweise in der vorletzten Aufnahme, es gibt hier immer so solche Sachen. So, das kann man jetzt abspielen, König Arthur und die Ritter der Tafelrunde. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt jedes Mal abspielen soll, weil ansonsten zieht das halt sehr viel Zeit. Und ich würde sagen, ich gehe einfach darauf, dann könnt ihr euch das einfach durchlesen. Wenn ihr das wollt, dass ich das abspiele jedes Mal, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben, dann kann ich das ja machen. So, wir sollen erkunden. Da liegt noch, was ist das? Was ist das denn? Zymokratie. Kaum zu glauben, dass wir diese Kommunikatoren mal benutzt haben. Oh Gott, das ist ja sowas von vor 20 Jahren. Okay. So. Wir sind über. Ah, das ist die Tesla-Spule. Boah. Ah, und hier ist so ein Schießstand mit dem Schwein. Okay. Eine halbe Drehung. Ah, macht er da irgendwas? Mal gucken. Ah, das ist diese Waffe, die wir gerade schon hatten. So. Na, okay, die fummeln da, glaube ich, nur dran rum. Aber wir sollen weiter erkunden. Kann man hier rein? Oh, schade. Seine Privaträume, seine Privatgemächer. So, das hatten wir. Dann gehen wir mal gucken, was wir hier haben. Ah, da gibt es uns jetzt bestimmt unsere eigene... Wie heißt das Ding nochmal? Ich habe es gar nicht gelesen. So, ich war zu beschäftigt, den Werwolf zu verfolgen. Können wir hier gar nichts mehr machen? Doch, da. Okay. So, was ist das denn? Ach, das ist so eine Anleitung. Ich verstehe kein Wort. Ja, da steht ja auch nicht wirklich viel, ne? So, drück Dreieck, um dir die Rückseite anzugucken. Nicht. Schlauer Hund. Ah. So, wieder Lafayette. Immer mit den Weibern. So. Hier noch irgendwas? Nö. Okay, was hängt da? Auch alles solche wissenschaftlichen Zeichnungen oder was war da? Ja, ich komme. Ich komme. Das bin ich. So. Ist das der? Ich weiß gar nicht, ob der jetzt... Ach, da ist er ja. Ja, was ist denn? Bitte, hier entlang. Ich stehe neben dir. Ah, okay. Das hier könnte Sie interessieren. In diesem Gerät können Sie Edisons ineffizienten Gleichstrom in meinen überlegenen Wechselstrom umwandeln. Riecht praktisch zum Überladen und Ausschalten bestimmter elektrischer Systeme.
Da hat der Ton gefailt. Eigentlich nur ein Vakuumröhrengleichrichter mit ein paar Messingklemmen, um das Design zu verbessern. Und ein Tragekoffer aus Leder. In jeder Röhre ist eine kleine Menge Quecksilber. Sobald es darin richtig ausgerichtet ist, ist das Gerät einsatzfähig. Versuchen Sie's. Es muss präzise ausgerichtet sein. Ah, Mist. Okay. Sie erstaunen mich immer wieder, Nicola. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu meiner neuesten Erfindung. Hier. Scharfschützenkarabiner SX-84. Beeindruckend. Sie hatte nie mein Auge für Handwerk. Ich habe ihn mit einem Teleskopvisier ausgerüstet. Ideal für Distanzschüsse. Ich wäre geehrt, wenn Sie ihn testen würden. Mit Vergnügen. Und schießen wir mal. Ja, sehr schön. Man holt spitz direkt. Ah, okay. Gut ausbalanciert. Immer aufs Rote. Was? Klicke 3 um die Ver... Ah, okay, das hat sogar auch. Harter Rückstoß, aber im Rahmen. Ein Schalldämpfer würde ihn perfekt machen. Ich kümmere mich sofort darum. Und würden Sie gerne meine anderen Kinder kennenlernen? Verlockendes Angebot, aber ich muss zurück zu den anderen. Natürlich. Oh, das Monokular, das General Lafayette bestellt hat, liegt dort drüben auf dem Tisch. Er wird es bekommen. Wir gehen paarweise vor. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Öffentlichkeit stets zu wahren. Ich hätte gern jemand mit etwas mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Ich dachte, du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle erlaubt mir vielleicht eines Tages mein Können zu zeigen. Eines Tages. Denk dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Denen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung in Mayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lykaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halbblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, mon General? Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. Passt auf euch auf, alle. Dies wird kein leichter Gang. Geldschuhe. Ein Hort von Taschendieben, Kollaborateuren und Zuhältern. Früher war das einmal ganz anders. Seit hunderten Jahren? Ich weiß, mir wird jetzt gleich eh wieder Da ist es nämlich schon. Mir wird gleich eh wieder jemand reinlabern. Reisende. Das war sogar vor meiner Zeit. Die Stadtmauern standen noch nicht. Tja, man kann Whitechapel riechen, bevor man es sieht. Nichts ist mehr so, wie es mal war, Sebastian. Stimmt. Der Orden am allerwenigsten. Das haben wir ja gerade mitbekommen. Vor Jahrhunderten? Ist das nur so eine Redensart oder ist er echt mehrere Jahrhunderte alt? Das würde mich mal interessieren. Wir treffen uns beim Krankenhaus. Pass auf dich auf. Verstanden. So, weiter geht's. Mit Lafayette. Oh, jawohl. Du Brecher, ey. Oh, was haben wir? Da haben wir wieder was. Was ist das denn? Eine Pfeife. Oh, die ist sogar noch an. Ja, sieht man.
Willst du mal ziehen? Gerät? Nicht? Okay. Boah, das sieht so geil aus, ey. Ich kann mich daran nicht satt sehen. Diese ganzen Details, wie die... Oh. Boah. Ein Kollege und ich aus der Schule, wir sind die ganze Zeit schon am Schwärmen davon, einfach weil es so genial aussieht. Der hat mich auch darauf gebracht. Oh, was jetzt? Da ist... Okay, da rennt jemand. Meint die jetzt uns, oder Sie, weil ich... Monsieur, diese hübschen Damen auf dem Balkon winken uns. Welchen Balkon? Tut mir leid, dass ich euch jetzt nicht die hübschen Damen auf dem Balkon zeigen konnte. Lafayette. Oh. Okay, wir gucken uns mal den Apfel an. So. Oh, hier gibt es eine Straßenschlägerei. Sollen wir dem jetzt helfen? Oder kann man das? Er blutet wie ein angestochenes Schwein. Sieht nicht gut aus. Der ist fertig. Bleib unten, dummer Penner. Dürfen wir dem nicht helfen? Schade. Mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt die Weinflasche da runterhauen, ob die kaputt geht. Okay, vielleicht war es nicht hoch genug. So. Oh, was ist das? Seltsamer Ort. Shelter from the cold, assistance of the meal. So. Also es ist verdammt atmosphärisch, wenn man jetzt hier so lang geht. Ist es irgendwo ein Pferd? Oder... Okay, das ist der Typ, der schläft. Okay, ist doch kein Pferd. Oh, was ist das? Ah ja, das haben wir. Four Pennies. Haben wir gerade schon gesehen. Was ist da? Ist vergilbt und blättert durch, glaube ich. Okay, die liegen in so halben Särgen schon. Spart man sich vielleicht die Arbeit. Hatten wir hier noch was? Ne. So, und hier gehen wir mal durch. Es hört sich Hammer an wie ein Pferd. So. Oh, 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 eine Hinrichtung. Okay. Oder ist der schon... Okay, der ist schon hingerichtet. Ist das eine Frau? In der schwarzen Hölle der Minen, während die feinen Herren von silbernen Tellern speisen. Ist das das England, das wir wollen? Nein! Was müssen wir tun? Kämpft! Ganz genau. Brüder und Schwestern, kämpft! Schließt euch uns an! Nieder mit der Königin! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Nieder mit dem Empire! Nieder mit der Königin! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Okay, ich glaube, wir wurden gesehen. Also auf jeden Fall sind sie sehr misstrauisch gewesen. Naja, wir sehen auch nicht wirklich so aus, als wären wir Touristen. Ist doch, glaube ich, nicht der Ort dafür. Oh, was ist jetzt? Ey, den dürfen... Ist sie tot? Ey. Oh nein, bitte nicht, bitte. Nein, ich will's nicht. Oh. Wollten Sie sich Ihre Hände nicht schmutzig machen? Oh Mann. Alles in Ordnung. Sie müssen keine Angst haben. Wie hätte ich wissen sollen, dass er der Ripper war? Er war ein Typ wie jeder andere. Er hat letzte Nacht wieder getötet? Ich wusste es nicht. Lassen Sie mich hier. Ich wusste es nicht. Keine Sorge, Sie sind in Sicherheit. Ja, aber die Frage ist, was nützt er das, wenn sie hier wohnt, ne? Da, ich glaube, da ist man niemals in Sicherheit. Gut, der Typ ist erstmal ausgeschalten. So. Wir sollten durch diese Tür gehen. Welche Tür? Die da? Sollten wir das? Gut, dann machen wir das. Okay, gehen wir durch.
Oh, okay. Ach, okay, okay. War ein Minispiel, ja. L2, um den Luftzylinder anzutreiben und den Scheißzylinder und den Schließzylinder freizulegen. Okay. Ach, müssen wir das genau in diesem... Okay. Aha. Okay. Boah, mein Controller geht gerade mega ab. Aber wir haben es offen. Sehr gut. Okay. Er hat so ein riesen Messer da hinten drauf. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Weiter. Geh durch die Gasse. Haben wir getan. So. Hi! In diesem Etablissement sind keine Waffen erlaubt. Ihr wollt bleiben? Dann lasst sie hier. Bien sûr, Monsieur. Wir waren eigentlich nur auf der Suche nach der Garderobe. Her damit. Und viel Spaß, Sportfreund. Ganz ruhig, Monsieur. Eine kurze Erkundung der Räumlichkeiten scheint erforderlich. Okay, das bestimmt. So sieht's auf jeden Fall auch aus. So. Orbele Musée Whitechapel. Okay, das ist ein Foto. Zelda! Okay. Wo ist Link? So. Was? Das ist dein erstes Mal, oder? Ja. Jawohl, Mann. Ist schon gut, Süßer. Wir machen das ganz langsam. In Ordnung. Ich würde sagen, ich lasse die Untertitel lieber erstmal an, weil wir hatten ja gerade schon gehört, dass der Lafayette... Ein andermal. Seien Sie ehrlich. Ich zeig dir Sachen, die du noch nie gesehen hast. Das glaube ich gerne. Ja. Sie wissen, was man über große Nasen sagt. Was denn? Lass die du Untertitel erstmal an, weil der Lafayette hat ja gerade Französisch geredet. Und ich glaube, das hätten wir alle nicht verstanden, beziehungsweise ich auf jeden Fall nicht, weil ich kann kein Französisch. Ich kann nur Je m'appelle Yasha sagen. Mehr auch nicht. Und ça va merci. So. Aber lassen wir es erstmal an. Die Raben von London. Aha. Sie organisieren sich. Okay. Ihr könnt mir mal sagen, was ihr davon haltet. 20 Minuten Folgen. Ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 17. Bei dem Spiel ist es ja jetzt so, da ist ja viel Zwischensequenz. Ich glaube, ich mache jetzt nochmal eine 30 Minuten Folge. Und dann könnt ihr mir mal sagen, was ihr besser findet. Madame, bitte. Marquis, wir haben keine Zeit für Spiele. Oh. Wir müssen einen Ausgang finden. Schnell. Ich habe genau das Richtige. Könnte eine von den Damen in meine Tasche greifen? Gib schon her, Süße. Ist das genug, Monsieur? Oh, mehr als genug, würde ich sagen. Darf ich bitten? Nach oben mit euch. Okay, da wurde mal kurz der Barmann bestochen, ganz klassisch. So. Naja, das... Bist du schon so weit, Süße? Das wirst du bestimmt nicht vergessen. Tür zu. So. Ja, überall das Gestöhne. So. Hier lang, Schatz. Okay. Hier rein. Hey! Hey! Was hast du denn vor? Das ist das falsche Zimmer. Wo ist der Franzmann hin? Er ist da drinnen. Mit seinem Freund. Hey! Verschwinde da! Oh! Hallo! Okay, okay, okay. Oh Gott! Man sieht seinen Penis! Oh nein, bitte nicht! Oh, sehr cool. Er ist sehr vorteilhaft gestorben. Man sieht nämlich nichts mehr. So. Okay, ich nehme das mit den Sex zurück, dass man nichts sieht. So. Hallo, Monsieur. Was machen wir? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Fenster ganz klassisch. Alles ganz klassisch. So.
Okay, wir sind draußen, das heißt, wir sind hier schon mal so halbwegs entkommen. Und gucken jetzt mal. Hier sind wunderschöne Pflanzen. Aber was machen wir jetzt hier? Ah, danke, dass du mir den Weg zeigst, Lafayette. So, jetzt geht's à la Assassin's Creed über die Dächer. Und wahrscheinlich sollen wir da rüber springen. Jawohl, sehr gut, okay. Boah, dieses Messer, Mann, was, das ist voll die Machete. Oder, also auf jeden Fall ist es ein sehr großes Messer. Ah, Kreis. Kreis, sehr gut. Machen die da irgendwas? Hier sind Eindringlinge. An die Waffen und los. Die sind näher, als du denkst. Ja, ist ja gut. So. Wir sind aber anscheinend schon sehr lang in diesem Orden, beziehungsweise halt länger. Wir haben ja nämlich diese Izzy, oder wie die heißt, ausgebildet. Und... Oh, da hat jemand gepfiffen. Jetzt wird ernst. Ja, ich glaube auch. So. Halten Sie Ausschau, Marquis. Ich muss einen Weg hier durchfinden. Das sieht richtig aus, würde ich sagen. So, ich meine, es gibt nicht viel Weg hier. So, hier auch? Hier durch, oder? Ne, hier nicht durch, okay. Dann halt nicht. Ah, das ist auch weiß. Alles ist weiß und wo man irgendwie interagieren kann. Was passiert denn da jetzt? Ah, okay. So. Oh, ich finde dieses Messer so cool. Tut mir leid, dass ich davon so oft rede. Das ist kein Messer, das ist halbes Schwert da. Finde ich total cool. Okay, was müssen wir jetzt machen? Wir springen mal wieder rüber. Sollen wir uns da irgendwie... Nee. Moment. Nochmal rüber. Und war jetzt hier nicht ein Fenster? Nee, das war nochmal da drüben, ne? Hm, was machen wir? Ah, guck mal hier. Söhne und Töchter Britanniens. So, ich zeige euch das mal ganz kurz einfach. Hier, seht ihr es nochmal? Könnt ihr einfach auf Stopp drücken und das alles durchlesen. Ich lese es mir jetzt halt auch nicht durch, weil das halt einfach, glaube ich, auch ein bisschen zu lange dauert. Sollen wir da... Nee, das sollen wir nicht machen. Hm. Ja, Lafayette, hast du irgendeinen... Ach, ja, okay. So. Dann hier hoch. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ich hab's nicht gesehen. So. Oh, was ist das? Was hat nur so geblinkt? Das ist eine Heizung. So. Ich hoffe mal, wir kommen heute noch zum Kampf. So. Oh. Bobbys, das sind Polizisten. Zweimal kurz für Ritter. Oh Mann. Alter, was? Damit habe ich nicht gerechnet. So, wow. So. Okay, wir haben doch noch eine Schießerei in dieser Folge. Sind vielleicht nicht die beste Wahl, Monsieur. Vielleicht haben Sie recht. Oh, das. Wir müssen einen anderen Weg zum Krankenhaus finden. Ja, ich würde gerne die Knarre nehmen. Da, okay. Kann man? Okay, kann man nicht. Schade. So, ach, hier ist dieses Zeitlupengedöns, das man jetzt gerade nicht einsetzen kann. Yeah, cool. Sehr schön. Okay. Die haben wir. Boah, so, ja, voll malträtiert, ey. Boah, krass. Aber ich habe echt gedacht, das Spiel wäre ab 16. Also ich war mir da so sicher. Und was ist... Oh, cool. Jetzt haben wir aber nicht mehr das, ne? Ja, das ist schon fast cooler. Ach, hier haben wir noch was, oder? Ach, das glänzt alles so vielversprecherisch. So, hier geht's raus. Oh. Kann man gar nicht so weit gucken. Durch den ganzen Smog, der da schon entsteht. Nämlich die Industrialisierung kommt mir das so ein bisschen vor. Oh. Ach so. Okay. Ich wollte die schon abknallen. Oh, überall die Türen zu. Oh, hopp. So, beide unten. Trop facile, hein? Ja, da haben die Untertitel selbst nichts gebracht. Ups. Ich spüre, dass wir nicht willkommen sind. Echt? Wie kommst du darauf? Hohe Sorgen. Nee, wollen wir nicht. Aber das ist gar keine Frau, das ist nur so eine Puppe. Diese Königin hat Gott nicht beschützt. Los! Hä, wie? Aber der... Wie, der hatte doch genau die gleiche... Genau das gleiche... Ja, ist mir schon klar. Mach ich. Oh mein Gott. Hab ich.
Der hatte genau das gleiche Gewehr wie das, was der Typ, der Tesla uns gezeigt hat. Zufall? Ich glaube nicht. Wir haben also bestimmt auch Verräter in unserer Mitte. Oh. Au! Jetzt geht's aber ab hier. Boah, aber wie wir auch zurückschrecken, wenn wir getroffen werden, ist krass. Oh, fuck, was? Bin ich tot? Nein, bin... Verdammt. Okay, ich konnte noch irgendwie kriechen oder so. Aber dafür war es dann auch zu spät. Mist. Mist, Mist, Mist. Lafayette, ziehen Sie den Kopf ein. Wir müssen den Scharfschützen ausschalten. Absolute Bogenführung. Ah, Mann. So, und jetzt... Ah, wir können... Wir haben Granaten. Das heißt... Splitter raus! Tot. Rebellen neutralisiert. Boah, da sind überall Sniper. Jetzt weiß ich auch, warum ich gerade gestorben bin. Aber der kann mich da jetzt nicht treffen, oder? Ach, wir können Zeitlupe machen. Hab ich jetzt erst begriffen. Boah. Yeah. Boah, unsere ganze Ausrüstung ist voll Blut. Okay, ich glaube, das war aber echt eine gute Entscheidung, sich das Maschinengewehr zu holen, weil ich glaube, mit dem Karabiner da, boah, da hätte ich Jahre gebraucht. So. Ja, würde ich auch sagen. Waren das alle? Okay. Ich traue hier gar keinem mehr. Soll ich jetzt hier lang gehen? Weil dann gehe ich hier lang. Dann gehe ich hier lang. Okay. Also der dürfte die Sniper haben. Okay, dann halt nicht. Aber hier können wir die Granate noch eine Granate nehmen. Das ist schon mal gut. Oh, hier ist irgendjemand. Boah. Komm, nimm mal die Pistole. Ja, toll. Dann nicht. Ja, bestimmt, ne? Die wollen uns bestimmt nicht am Leben lassen. So. Boah. Der Weg ist blockiert. Ja, gut, dass hier die Tür praktischerweise offen ist. So. Einfach durch. Der Brecher weiß, wie es geht. Okay. Wow. Blindenschütze, kommt aus dem Gebäude. Wo ist denn dieser Flintenschütze? Ich sehe hier gar keinen. Boah. Ah, cool. Guck mal, hier haben wir jetzt... Ja, das ist eine Schrotflinte, glaube ich, ne? Ich glaube, die bringt uns nicht wirklich was. Nee. Dann wechseln wir wieder zu unserer Automatik. Wow. Ja, hau erstmal ab. Verstanden, Marquis. Nein. Verdammt. Verdammt. Shit. Aha. Wir knallen die einfach die ganze Zeit so ab. Mist. Okay. Weiter geht's, weiter geht's. Oh, da kommen immer mehr. Ah, jetzt wird's kritisch. Nein. So. Ja. Dann, wie wär's denn mal, wenn du die tötest? Ich habe hier nämlich nicht mehr allzu viel Muni. Boah, die kommen richtig zu mir. Boah. Und wir haben auch keine Granate. Alter, was? Okay, ich wollte gerade sagen. Der hat uns nämlich gegrillt. Aber die wenden das auch an, dass sie... Das ist auch nicht sehr präzise, das Gewehr. Ist der tot? Nee. Ah, guck mal. Aha, okay. Ah, okay, sehr gut. Oh, fuck, das ist ein Sniper. So. Nein! Ja, was liegt denn da? Ich werde beschossen! Ja, ich nicht. Okay, sehr gut. Oh mein Gott, nein, 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 nein!
Au, 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 au. Boah. Kaum noch Leben, ey. So, weiter. Okay, der ist tot. Was? Nein. Boah, shit. Was? Boah. Gott, was war denn das? Ah, okay, sehr gut. Wo ist denn dieser... Ah, so. Ja, ist alles down? Oh mein Gott. Oh. Was mache ich? Oh shit, nein, nein. Was? Nein, das ist zu viel Aufregung, ey. Ich mach dich mit der Pistole fertig. So. Boah, ey, da kommt immer mehr. Nein. Boah. Das ist cool, wie die hinfallen, ne? Also das ist, es macht schon Spaß. Auch wenn es echt viele sind gerade. Oh, wow. Ja. Nein, 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 nein. Boah. Geh doch in Deckung. Boah, das ist zu viel. Boah. Okay, warte. Wir dürften das überleben. Boah. Shit, ist das heftig. Boah, 31 Minuten. Leute, ich muss leider jetzt mitten in der Ballerei unterbrechen. Weil sonst wird das, glaube ich, zu viel. Ja. Tut mir leid, Leute. Komm, ihr seht noch den einen tot hier. Oder die zwei da. Und dann würde ich sagen, machen wir in der vierten Episode weiter. Danke fürs Einschalten, Leute. Es tut mir leid, dass wir jetzt nicht weitergesehen haben. Aber es ist echt heftig, muss man sagen. Wow. So, jetzt wäre ich fast wieder gestorben. Aber Leute, danke fürs Einschalten. I'm Jay und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.